die Ujjayi-Atmung, auch ozeanische Atmung genannt. Die Atmung mit dem Reibelaut. Diese Atmung kann man auch sehr gut mit der Wechselatmung kombinieren, verbinden. Es ist wichtig, dass Sie gerade nach Abschluss dieser Atemübung Ihren Kehlraum sehr bewusst entspannen. Sie sitzen aufgerichtet und bequem, die Zentralachse lang, Brustkorb geöffnet, Schultern weit nach außen gerichtet und Schädel direkt zentriert. Sie sitzen entweder auf einem Yogakissen, auf dem Boden, an der Wand angelehnt oder auf einem Stuhl. Sie entscheiden. Nehmen Sie Ihren Atem wahr. Beobachten Sie diesen. Der Atem kommt und geht ganz natürlich, ohne Ihr Dazutun. Nehmen Sie wahr, wie der Atem in seinem persönlichen Rhythmus einströmt, verweilt, bleibt und wieder ausströmt. Loslassen. Wie nehmen Sie Ihren Atem wahr? Merken Sie sich dies, um den Vergleich am Ende zu integrieren. Das Innere Ihrer Kehle wird jetzt ein wenig eingeengt, um den Reibelaut zu integrieren. Es kann Ihnen helfen, ein wenig zu flüstern. Dadurch aktivieren Sie die dafür notwendige Muskulatur. Einfach mal etwas flüstern. Die Stimmmuskulatur bleibt in dieser Anspannung und Sie atmen mit einem ganz deutlich zu hörenden Laut aus. Ein hauchendes Geräusch. Wie das Rauschen des Meeres. Zu Beginn ist dies eine Herausforderung, vor allem bei der Einatmung. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit dabei. Wenn Sie diese Akustik des rauschenden Meeres wieder verlieren, dann flüstern Sie wieder. Dadurch stellt sich die Muskulatur im Inneren der Kehle wieder darauf ein. Ihren Mund geschlossen halten, wenn möglich jetzt. Und weiterhin mit diesem rauschenden Hauchlaut weiteratmen. Ganz ruhig. Ein ganz tiefes, ruhiges Ujjayi. Sie hören Sie dieses Geräusch in Ihrem Kopfraum, ganz leise, in Ihrem Mundraum, in Ihrer Brust. Ganz ruhig und gleichmäßig. Sie reduzieren nun die Lautstärke. Erlauben eine Entspannung in der Atmung. Ganz ruhig, ganz bei sich. Sie fahren fort, ganz bewusst,
wahrnehmen, wie die Wellen ihres Atems ihr ozeanisches Atmung branden und sich wieder zurückziehen. Unterstützen Sie Ihren Atem durch ein inneres Lächeln. Auch dies integriert die dafür notwendige Muskulatur. Ganz ruhig und gleichmäßig ein Lächeln, in dem die Mundwinkel zu den Ohren ziehen. Nehmen Sie wahr, welch ein Wunder Ihr Atmung ist. Die Luft fließt rein und raus aus Ihrem Körper. Sauerstoff taucht ein in die Lunge und wird zum Herzen weitergeleitet. Und dort spielt es mit dem Blut. Und das mit Sauerstoff angereicherte Blut zirkuliert durch den Körper, durch die Venen und Arterien, durch die kleinsten Kapillaren, und es badet und taucht und nährt jede einzelne Zelle. Eine in ihnen wundervolle, eigenständige Intelligenz, es atmet ein und aus. Dieser Prozess geschieht von ganz alleine. Nehmen Sie dieses Rauschen wahr. Ganz ruhige Atmung. Nun entspannen Sie das Innere Ihres Kehlenraumes, um die Übung zu beenden. Sie atmen ruhig weiter. Folgen Sie dem Impuls Ihres Körpers. Vielleicht möchten Sie gähnen oder tief aufatmen. Vergleichen Sie Ihre Wahrnehmung den Impuls, den Sie zu Beginn der Praxis hatten, mit der jetzigen Verfassung.